Bullseye. Ich weiß einfach nur, dass ich mal mit den beiden geredet habe, um ehrlich zu sein. Ich frage mich, ob das auch manchmal Nachteile hat. So, keine Ahnung. Ja, haben sie Zusatztraining gemacht. Dadurch sind sie aber langsamer geworden. Also habe noch nie was mitbekommen in der Richtung, aber so rein logisch betrachtet könnte das ja vorkommen, ne? Dass die halt irgendwie langsamer werden durch zu viel Krafttraining oder so. Gut. Abfahrt gegen Werder Bremen. Spielen eine geile Saison. Aber können wir es vielleicht ein bisschen einstampfen? Komm mal, Leute. Oh, schade. Glanzparade, dem Recapi. Let's go. Das ist schlecht, oder? Ne, das ist gut. Wieland, let's go. Let's go. Das ist nicht so schön. Vor der Halbzeit wäre schön gewesen. Tatsächlich. Guck mal, Leute. Das ist halt wieder so ein Spiel. Ein müssen wir da müssen wir 3 Punkte holen, ne? Das ist der wenigen Must-Win-Spiele. Oh, Blume. Nice. Let's go. Knappes 2-1, aber nehmen wir so mit. Nehmen wir so mit, wa? Wir gehen auf die 7. Tschüss. Das nächste gegen RB Leipzig. Die haben wir gerade verdrängt. Uff, imagine. Imagine. Dann hast du am Ende wieder, ja, schlechter als der Tabellenplatz aussagt, Mama. Wo guckst du wieder 11 Tore, ne? 212 Tore hat er schon. Allein für Dortmund. Du. Inside. Somebody get me through this nightmare. Englische Woche Leipzig und Leverkusen. Uiuiuiui. Das ist Belastung. Das ist Belastung. Und danach könnte Dortmund sein, ne? Dortmund ist auch irgendwann bald. Schwierig, schwierig, schwierig. Zwölf Tage, ja. Dortmund könnte echt danach sein. So, machen wir doch mal. Through this nightmare. So, Leipzig hat die deutlich bessere Mannschaft. Muss man mal so sagen. Spielergespräche gibt es erst vor Leverkusen. Aber vielleicht geht ja was. Die Form spricht für uns. Und die Saison bisher. Alles andere für Leipzig. Definitiv. Unentschieden sneaken das ist ja schon geil. Heil hat eine gelbe Karte. Sehr schön. Jetzt geht's rund. Okay, Blum hat auch eine. Das ist nicht so schön. Okay, wir gehen mit 0-0 in die Halbzeit. So far, so far. Ist gerade Wieland beim Angriff verletzt? So quasi vorm Tor? Das war schon so ein kleiner Hurensohn-Move vom FM, oder? Let's go.
Göttling? Ich habe nur darauf gewartet. Ich habe nur darauf gewartet, dass mal einer wieder Geld kassiert. Und rund auf die 12, Digga, das ist so bodenlos. Das ist so bodenlos. Das kannst du dir nicht vorstellen. Drei Wochen. Wieland und. Ich hoffe, dass Leto wieder fit ist. Wenn nicht, ich hole die Mayo hoch, ne? Also wenn ich spiele die Mayo, ganz klar, aber. Leto ist noch angeschlagen. Das Crusher gefühlt. Jegliche Hoffnungen auf den. Auch nur ein Punkt gegen Leverkusen. Down again. So. Bum, 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 bum. So, Abfahrt. 8:19, das ist nicht so schlecht, wie ich jetzt vielleicht vermutet hätte, aber wird halt nicht reichen gegen Leverkusen, befürchte ich. Oh, Pfosten von Bujan, schade. Pfosten von Bujan, Digga. Ist das bodenlos? Ja, das ist halt echt bodenlos. Digga, nee. März ist gesperrt, nächstes Spiel. Nee, nee, nee. Ich würde die Mayo und Tor gönnen einfach, ne? Naja, immerhin nur 2-0. Ich habe Schlimmeres erwartet, dass das da losging, ne? Ich habe Schlimmeres erwartet. Damit bleiben wir auf der 12. Ist auch geil. Eine Niederlage, zack, 5 Plätze runter. Nächste Niederlage, wir bleiben auf demselben Platz. Und jetzt gegen Dortmund. Eieiei. Das ist halt ein Restprogramm. Und da haben wir nochmal Stuttgart und hoffe. Also müssen wir wirklich vorher punkten. Ich meine, gut, wir haben noch in den letzten beiden Spielen, sagen wir, mal Spiele, in denen wir punkten können, aber so im Großen und Ganzen müssen wir so, weiß ich, in den ersten 12 das Ding machen, weil dann kommt erstmal Leverkusen, Leipzig, Bayern. Leverkusen, Leipzig, Dortmund. Und das hat schon fast frech, ne? Thank very much for listening. Kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ach, Laidlaw. Mach doch nicht den. Mach doch nicht den. Ja, den ist gar nicht so schlecht. Würde ich wahrscheinlich sowieso was machen. Da muss die Mario noch mal hoch für die Bank, um ehrlich zu sein.
Spielen die Mario over Möckel? Nee, I'm sorry, aber nee. Nicht gegen Dortmund. Nicht gegen Dortmund. Rita. Miracle. See the. Gut, ich kann den Text nicht haben, sorry. Zuschauerschnitt 144.000 bei Dortmund, ne? Wollte ich mal kurz gesagt haben. 144.000. Schnitt. Das haben wir 4-0 und 6-0 verloren. Gucken wir, ob wir unseren eigenen Rekord brechen können. Ich hoffe im Positiven natürlich, ne? Also Rekord wollen wir auch brechen, wenn wir nur 3-0 verlieren. Weißt du was? Scheiß drauf. Wenn er euphorisch ist. Wir lassen nochmal den Co-Trainer machen. Wenn er wirklich sagt, er will die Mayo statt Meckel spielen lassen, dann okay. Aber dann spielen wir auch Dalival. Also würde ich sowieso eigentlich wollen, ne? So. 9,44. Gar nicht so krass, ne? Also gefühlt sollten sie mittlerweile schon vierstellig haben. Mitunter, aber, ne? Glanzparade. Wir fordern immer mindestens eine Glanzparade von Kaufmann, ne? Haben wir in allen drei Spielen gemacht jetzt. Mindestens eine. Where have you gone, my. Zweite. Dritte. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Das habe ich ja kommen sehen. Gerade in den großen Spielen immer, ne? Du nimmst mir Kapi. Yes, nimm mir Kapi. Mit Abstand ist der beste Spiel gegen Dortmund, glaube ich. Zum einen nur 2-0. Und zum anderen das trotz der gelb-roten Karte dann. Das nehme ich definitiv so mit. Definitiv. Mit Stuttgart und danach sollte Weltfußballer sein, glaube ich. Globisch. Müssen wir mal kurz gucken. Oh, Stuttgart wurde gerade 4-0 weggeklatscht. Das ist gut für uns, glaube ich. Schlecht für der Moral, gut für uns. Ja, mal gucken, wieder zwei in Folge. Wenn jetzt könnte er den Kane's Hattrick nachmachen, quasi. Und ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Überhaupt nicht. Haven't you heard? I'm a lonesome rider. Where have you gone, my baby blue? Hundertzweiundvierzigtausender Schnitt. Damn, bruh. Was haben wir? 19. Naja, not bad. Aber ich glaube, dann können wir langsam mal ein bisschen aufhören, den Stadion auszubauen. Jetzt haben wir 33.000 oder so noch. Und dann, wenn dann. Ein bisschen wieder in andere Sachen stecken. Ich weiß nicht, ob das davor, also letzte Saison, ob das so die Euphorie der ersten Bundesliga-Saison war. Oder was, aber ja. Brockhoff 36 Mio. So. Fällt da wie eine Stimme, ne? Nur 2 Wochen.
Ich habe das Gefühl, dass wir das nochmal ein Spiel quasi machen müssen. Aber sehen wir dann. Stör. So. Die Mario ist immer happy, in Ersten zu sein. Das ist schön. Ist immer total euphorisch. So, Stuttgart, Abfahrt. Stuttgart sind aktuell Tabellenletzter. Das heißt, wir müssen Punkte holen. Eigentlich mindestens drei. Mindestens drei, wenn nicht fünf. Come on, Leute. Tor is coming. Leider Halbzeit. Ist ja leider, weil ich glaube, hätten wir noch 5 Minuten weitergespielt, hätten wir ein Tor geschossen. Aber dann machen wir 5 Minuten nach der Halbzeit. Oder drei sogar. Armin Blum. Let's go. Guck mal, mach noch eins. Oh, schade. Können wir den Sack zumachen? Nein, können wir nicht. Wir bleiben auf der 14. Nächstes Spiel. Hoffe. Wäre das letzte Spiel in der Hinrunde. Ich meine, ich glaube, wir haben unser Zielstand jetzt erreicht. Aber, ne? Es hat wieder viele bittere Ergebnisse, die nicht sein hätten müssen. Hätten sein müssen, wie auch immer. So, Weltfußballer Fragezeichen. Ja. Wir sind nominiert. Moukoko. Xavi. Und der von PSG. Au, Francis. Oh nee, als ob Dortmund zwei Nominierte hat. Nee, 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 nee. Kannst du nicht machen, Digga. Das kannst du doch nicht machen. Danilo. 32. Und Moukoko. Muss Moukoko sein. Also einer wäre bodenlos. Ja. Moukoko wird's. Safe. Dritter in Folge. Mark my words. Der Sieger, der beste Spieler der Welt. Youssoufa. Moukoko. Drei in Folge, fünf insgesamt. Bodenlos, auch das ist bodenlos. Was für nachträglich gesperrt, Digga. Für 27 Spiele nachträglich gesperrt wegen einem Schubserchen. Run my pocket. Yeah, run my pocket. 4 Spiele. Ist das bodenlos? Senkrecht startet die Mayo plus 5%. Nice. Brito mit 4. Not bad. Oder war nicht einmal verletzt? Nicht, dass ich wüsste. Yes, sir. Stimmung steigt. Sehr schön. Heiligabend, das Spiel, Digga. Ist das bodenlos? No lights.
Talender Ronny Auchi trinkt sich auf. Okay. Auchi. Oh, jetzt gerade stehen wir richtig schlecht da mittlerweile, ne? Aber gut, kriegen wir hin. Dalival wird spielen. Ja. Immer noch verletzt. 13.1., 5.1. Jetzt haben wir nur noch das. 7.1. Puh. Ah, der ist noch oben, ne? Der ist noch oben. Ach, jetzt haben wir drei mittlerweile. Der ist auch. Na gut, aber nee, ich hole jetzt nicht Reis auch noch hoch. Das müssen die jetzt so auf die Reihe kriegen. Das wird mir langsam zu wild mit den Schimmern, aber sag ich dir, wie es ist. Da wird mir langsam zu wild. Und der kommt aus sich aus dem Freund gar nicht mehr raus. Smoking around. So, Scouts, kommen wir wieder. Checky. Nö. Dame oder was? Jugendtrainer, Abfahrt. So, Hoffenheim ist next. Aber, da machen wir next es mal. Tatsächlich. Um 13:30 schon wieder. Jetzt sind wir schon wieder bei der Arbeit. Dementsprechend gibt es hier den Cut von der 20. Folge quasi. 20. Nutzen wir die Zeit, die wir haben, und gehen noch voll rein. Sind schon bei 3 Tagen und 8 Stunden. Ich da irgendwas im Mund oder im Auge. Digga! Kann man es auch falsch verstehen. Na gut, egal. Egal! Wie der Wendler sagen würde. Meine Energy brauche ich auch. Wir wollten heute Nacht. Heute die Game Awards gucken. Puh, weiß ich nicht, ob ich das ohne Energy auf die Reihe kriege. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, wa? So, Mädels, wie ist der Stand? Hoffenheim incoming. Wir spielen Dalival, ganz klar. Ansonsten ist das wieder ein bisschen strikerless, aber ich glaube, wir haben gesagt, hier ziehen wir das jetzt durch, ne? Das ist, glaube ich, das letzte Spiel der Hinrunde. Rein da. Ah, was ist Strikeless? Wir haben sogar die Mayo hochgezogen. Deshalb wollte ich nicht noch eine hochziehen. Naja, die Mayo spielt ja schon. Wir haben trotzdem keinen auf der Bank. Weil drei ausfallen diesmal. Ich glaube, alle verletzt. Einer ist morgen oder so wieder vom 26. Ich glaube, am ersten Feiertag. Zweiten Feiertag ist das. Egal. Moukoko war mal wieder Weltfußballer. Zum dritten Mal in Folge, zum fünften Mal insgesamt. Und bisher sieht das Spiel gar nicht so schlecht aus. Also wir haben unseren Anteil, sage ich mal, ne? Und wir haben keine gelbe bisher, was ja auch schon mal gut ist. Zack, glatt rot. Mich jetzt nicht gewundert. Glanzparade, Bermann. Guck mal, Leute. Glanzparade, ja. Und los. Yes! Come on! Armen Blum, Vorlage Göttling. Was Göttling an Torbeteiligung hat, ist ja göttlichst. 1-0 Sieg gegen Hoffenheim. Let's fucking go. Wichtig und richtig. Wir gehen auf die 12. Und das ist wieder in Ordnung für. Bergmann war echt gut, ja. Das ist wieder in Ordnung für. Für eine Winterpause, für eine Hinrunde quasi. Moukoko 2 Tore heute wieder. 19 insgesamt. Gangkamp 2. Matanovic 2. Die Seite gefällt mir, wieso habe ich die nicht öfters gemacht, genommen? Öfters gedingst. Angeguckt.
Zwar keiner von uns dabei, aber Gladbach ist nichtsdestotrotz Herbstmeister. Oha. Gut, jetzt haben wir ein paar Tage. Jetzt gucken wir gleich mal raus und gucken mal, was wir mit den Tagen anstellen. I'm not the only one. Messing. Nö. Ich glaube, Messing und Tide werden beide gehen wollen. Also Tide auf jeden Fall. Ja. Kalender. Es geht wann los? Am 7. hier gegen Gladbach. Wir haben eigentlich nur einen Freitag dazwischen. Was ist denn, wenn wir hier einfach irgendwie mal... sieben Tage Trainingslager reinballern. Why then not? Können wir noch was essen? Und dann sind wir ready für Gladbach. No? Goodie. Aber wenn der Striker will hoch, muss hoch, soll hoch, wie auch immer. Ich fahre jetzt mal bis die Mario wieder unten ist. Es kann auch schon gut sein, dass ich Tide dann gehen lasse. Weil, ne, Reisende soll man nicht aufhalten, heißt es immer. And the rain will kill us all. Throw ourselves against the wall. So, Jiren Timbor. Außenverteidiger sind wir, Innenverteidiger sind wir diesmal dabei. Göttingen und Prokof. Außenverteidiger diesmal nicht. Oha, Gülmann, gut. War auch bei uns war. Comencia ist verstorben. Nee, keine Ahnung, was mit dem ist. Und immerhin ist hier Armin Blum mit aufgelistet, I guess. Silvian Paul ist der Jüngste mit 21. Hat auch gegen uns getroffen. Und Mokoko ist der Beste mit 29 und, keine Ahnung, 700 Tore in den letzten 30 Spielen. Oder so. Absolut verrückt, der. Absolut crazy. You're my domain. It's over. Never again. Zu Haibach, Digga. Also ganz ehrlich, wenn er sich jetzt aufregt, dass ich nicht zu Haibach gehen lasse, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Stehen wir mal manuell wieder runter. Auch Wieland ist nur noch angeschlagen. Nicht auch Wieland, nur Wieland ist. Und Jean Möckel ist in 6 Tagen wieder da. Eigentlich bräuchte. Ja, never mind. Huch. Schieben wir mal wieder hoch. Tide.
Tja, irgendwie will ich keine. Irgendwie will ich keine Kleiner. Was machen wir denn da? Before the day I die, you're just a witness to my rise. Kino. I'm gonna do it again and again. Goodie. So, Straightener ist eigentlich ganz okay dabei. Ansonsten. Ja. Wir könnten auch Deutsch und der Jakku tauschen. Weiß ja nicht, wie viel Deutsch in den ersten Spielen wird. Das ist halt so das Ding. Das habe ich grundsätzlich nicht so der Riesenfan dann von der Idee bin. Wir haben keinen Start. Kein DM an sich, ne? Kein per se DM. Sieht es strikermäßig aus? 1, 2, 3, es sind schon 4. For the glory. Was ist denn? Ja, ich denke, ich werde der Jacko auch gleich sagen, dass ich ihn runterschiebe. Dann machen wir das ausnahmsweise mal offiziell, so hey, bla, ich muss die leider runter, reicht leider nicht, bla. Ziehe dann dafür Deutsche hoch. Denke ich mal. So. Jugendspieler reichen Trainings hier, das ist schon mal gut. Na gut, nicht nach Hause schicken, um Gottes Willen. Du hast dein Trainingsziel erreicht, verpiss dich. Huch. So. Jetzt ist die Frage. Ultras. Das ist kein ZM. Mal wieder alles, was nicht Originalposition spielt. Spielt. Auf der Bank. Dass wir die originalen Stärken sehen. 48 50, der ist schon solide, ne, der Keeper. Aber theoretisch, ne? Der sieht schon nicht schlecht aus. Also auch praktisch. So. Auf die Bank. Das ist Originalposition. Irgendwas ist super gutes. Neupert, ja. 66, also der RV jetzt schon. Das ist krass. Dann mal ihn für die nächste Saison einen Vertrag anbieten. Der Rest ist jetzt nicht so krass dabei. So, dann. Spielergespräche. Ach, Vrontis geht ja sowieso. Ja. Den haben wir verkauft wegen Streitigkeiten. Ich erinnere mich. Brito. Wieland. Konrad Ramos, alle gut trainiert. Hinschi gut trainiert. Göttling trainiert. Aha, get it. So, wo ist der Jaco? Da. Und dafür ziehen wir dann
Deutsche hoch. Dann kann der Jaco hier spielen, das ist für ihn vielleicht gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Das Einzige ist, wir müssen jetzt die Mayo fürs nächste Spiel nochmal hochziehen. Weil sonst einfach ein Stürmer fehlt. Ne? Da die Wahl. Ich spiele nochmal mit Betzner. Ja, mal mit Olesen. Mit Lechmann. So. Jugendscouts, Bolzplatz stiften können wir machen. Sonst nischte. Guti, Abfahrt. Ja, solide Halbzeit, ne? Naja. Sechs Tore dem Mario. Okay. Okay. Kannst du mal in der Bundesliga machen? Gegen Gladbach am besten. Ui. Bin mal gespannt. Das wird gefühlt jeder haben, glaube ich. Ey. Die Entwicklung in letzter Zeit ist nicht so geil, ne? So. Motivationslehrer? Ja, dann da. Mir soll es nicht liegen, ne? Wenn er will, dann sofort. Abfahrt. Jetzt wieder, also wenn die. Okay, ist nur für Ärger. Okay. Ist wieder für Feinde gewesen, wenn deswegen wäre ich kurz ausgerastet, glaube ich. Where I'll be found when I come around. So, dann gucken wir gleich mal wegen den Verträgen. Jetzt zum 1.1. tut man sich da irgendwie immer ein bisschen leichter. So, don't knock at my door. So, wie läuft denn die Saison aus? Den ersten keine mehr. In der zweiten. Wenn die Mayo, den haben wir gerade einen Vertrag angeboten. Messing. Kann man auch einen Vertrag anbieten, das ist gut. Lika wäre auch schön. Jawohl. Sehr schön. Das freut mir. Will gar nicht so wenig machen, um ehrlich zu sein. Ui,
Über die Prämien auch so senken die ein bisschen. Wie viel Handgeld will er denn, dass er die 30 nimmt? 15. Soll er haben. So, der. Excuse me. Sorry, gestritten. Möchte nicht verlängern. Ja, ist schade, ne? Ist sehr schade zu sehen. Ich würde es jetzt tatsächlich riskieren, versuchen ihn zu halten. Bei den anderen beiden bin ich gar nicht so traurig drum. Okay. Wobei Panagiotidis verlängern würde. Und 2 Jährchen machen, vielleicht kriegen wir ihn irgendwie angebrachter noch. Ja. Wäre uns ein bisschen schade. Tatsächlich. Aber gut. Lassen wir es erstmal so stehen. Nächste Saison würde dann Blum auslaufen. Möchte gerade noch nicht. Brockhoff möchte auch noch nicht. Merz. Merz würde. Sieht da tatsächlich sehr gut reingefuchst. Und die Auflaufprämie ein bisschen runter. Zu Null Bonus, der sieht immer ein bisschen, ne? Ja, guck mal. Die anderen beiden sind alt. Berge hört zwar noch nicht auf, Betzen auch noch nicht, aber gucken wir mal. Der zweiten. Irgendwie der definitiv verlängert werden muss. Eigentlich er. Eigentlich er. Und eigentlich er. Kalzers verlängern schon mal, das ist gut. Schon mal gut. Kriegst du auch einen schmackhaften neuen Vertrag, du. So, alles andere hat jetzt tendenziell noch ein bisschen Zeit. Also da wirklich eher Stratton und vor allem auch hier der andere, ne? Halt die zwei, die es nicht verlängern wollen in der zweiten. Vielleicht tut sich da noch was. Ich meine, Stratton spielt. Der andere war was, Lika? Dicker, Geschwender, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ja, es wird ein Spiel, wie gesagt. Mal gucken. Vielleicht geht da noch was. Wenn ich nicht wieder irgendwas im Auge habe. Digga. Puh. So, was haben wir denn? Williger für 62 zu Inter. Nice. Vrontis zu AEK Athen, der ist von uns. Also direkt von uns, Felix war auch bei uns. Ich fühle auch den ganzen guten Außenverteidiger mal bei uns. Schon ein bisschen traurig. Everything away. Da müssen wir mal gucken, wie es bei Kasutakis und so aussieht. Ob wer nach Hause möchte. Angebot für Messing, ne? Einfach einen Titel interessiert, das ist ja schon weg. So, die Mayo und Messing verlängert, das ist sehr schön. Sehr, sehr nice. So, Gladbach steht an, das ist nicht so nice.
Also, weiß ich nicht, aber gucken wir mal. Ist auf jeden Fall tricky. Ich für 36,5, das ist ja weniger, als wir bekommen haben. Digga. Also, ich gezahlt habe. Nee, nee. Never ever. Okay, griechisch essen, das heißt, nichts ist passiert. Sehr schön. Ich glaube, Bürger ist ein bisschen genervt, aber das ist echt nicht gut genug, dass er mir das jucken würde, um ehrlich zu sein. Der läuft noch aus. Der ist der andere. Aber bodenlos, da die Transferforderungen, um ehrlich zu sein. So, das können sie anbieten, wenn sie wollen. Jetzt können sie nach den Ablöseforderungen ein Angebot machen. Prokof, nee, nicht für 36,5, Digga. The Death Punk Zone. Du bist mir schon wieder nass. Was ist denn heute los, Digga? Alter Schwede. Uiuiui. Ich weiß nicht, was heute los ist. Eieiei. Jetzt kribbelt das immer noch. Sag mal. Jetzt reicht's aber. Digga. Uiuiui. Stratton, genervt, Bürger, der Rest geht. Boah. Scheiße. So. Herzlich willkommen. Yes, sir, Deutsche. Ja, doch. Sehr gut trainiert. Dann wärst du nicht hier, ne? Die Laylaufe besser wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, ist eher schlechter geworden. Betzner hat gut trainiert, jawoll. Bad Company. I can deny. Oh, fuck me, Bro. Ich weiß nicht, was das heute ist. Ganz weirder Tag, ganz weirder Tag. So, Trainerschulung, Jugendtrainer, Abfahrt. Und das ist der Nischte, damit Gladbach, ne? Tricky, Abfahrt. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da jetzt was holen könnten, wäre schon äußerst Premium. Blue mit dem 1-0. Uff. Digga. 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 Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst, Odison. Du bist so ein Lackaffe. Eieiei.
Brocco verletzt. Digga! Was hat's denn da? Ja, es, was willst du machen, ne? Jetzt geht's halt. Jetzt ja, kriegen die Gelb-Rot. Was ist denn hier los? Dumme! Das ist ja bodenlos. Nee, nee, also nee. Das ist ja bodenlos, das Spiel. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nee. Also es fällt mir gar nichts ein. Ähm, 3-1 Niederlage. Chronik und Odessen. Ist Daliwali hier runter? Wie wird denn der Conor Kramus eingewechselt? Hä? Ich bin völlig verwirrt. Also was war das denn? Brokkow 5 Tage, okay, gut. Na, jetzt müssen wir es wo gucken. Zumal was Chronik, irgendwie ist doch noch rot gesperrt, glaube ich, noch. Vielleicht war es auch Kronik schon wieder da, aber. Ole sind 5 Spiele. Nee. Kronik 3, ja, okay. Ohne anonyme Spiel von 10.000, das ist aber sehr freundlich. Brooks ist rot gespielt. Digga, das ist halt. Sag mal. Nee. Jetzt mindestens 2 Spiele, sagen Ole sind nicht irgendwie voll gekürzt werden würde. Das heißt, wir brauchen für mindestens 2 Spiele wieder ein ZM. Sabinen! Nee, Kalsters. Wir gehen Kalsters hoch. 3 Wochen. Abfahrt. Digga. Ist das bodenlos? Ist das bodenlos? Ja, bodenlos, ne? Jawohl. Der Assi ist endlich weg. Sehr schön. Nee, ich meine nicht dich. Was ist los? Was ist los, kleiner Mann? Was ist denn los? So, Freiburg steht an. Ey, ist das weird, Alter. Madre ist noch angeschlagen. Gut, das ist in der zweiten. Ne, ich möchte Prokof eigentlich nicht verkaufen. Eine Woche. Na gut. Ja, super. Super. Aber irgendwie stehen immer noch 5 Spiele, wollte ich nochmal gesagt haben. Aber gut, aber gut. Prokof ist wieder fit bis dahin. Laidlaw auch. Laidlaw wird aber angeschlagen sein, erstmal vermute ich. Fehlt ja schon ein paar Tage. Was war denn das für ein Spiel schon wieder? Woohoo! So, nee. Stockhoff ist wieder fit. Sehr schön. So, Lelo ist noch angeschlagen wahrscheinlich. Aber das ist okay. Das ist okay. Keine verletzten Spieler mehr, das ist ja super. Wenn wir jetzt auch keine rot gesperrten Spieler mehr hätten, das wäre super da. Das wäre noch superer. When I'm lying amazing. Kannst du mal nicht deinen Schnodder an mir abschmieren? Ist das möglich? Geht das? Nee? Musst du den Bart schmieren auch noch? Das glaube ich nicht.
Das glaube ich nicht. So, Freiburg muss eigentlich auch einen Sieg her. Die haben eine gute Form, tatsächlich. Respekt an der Stelle. Oh yeah. Da die Wahl. Und dann. Sir. Könnt ihr den Schnodder woanders abschmieren, bitte. Bitte. And now it's over. So, Karls, das ist voll Rainer, ne? Voll fucking Rainer. Just face it. You better more than you can chew, can you taste it? Eieieiei. Schwierig, schwierig, Leute. You can bite me. Abfahrt. Ich weiß gar nicht, was ich. Nee. Also, das Spiel letzte Woche. Nee. Hoffen wir, dass es gegen Freiburg besser wird. Das Parade schon mal gut. Tor herausfordern. Come on, Leute. Nochmal. Druff. Ja. Nee. Pfosten. Ja, okay. Nächstes ist drin. Bitte. Come on. Halbzeit. Come on jetzt. Hallo. Spielt hier auch jemand? Bam. Yes, danke. Eieiei. Betzner. Guck mal, Leute. Ach Mann. Ein Sieg wäre echt wichtig gewesen. Naja, wir gehen trotzdem auf die 11 hoch. 7 Punkte vom Relegationsplatz. Aber wir wollen halt eher nach oben, ne? Wir wollen gar nicht jetzt auf die Relegation so sehr achten. Wir wollen schon hier drin bleiben und dann vielleicht nach oben luschern. Das ist gar nicht so einfach. Du kennst sie. Slimane im Bischof. ADM hat drei Buden gemacht. Eieiei. Wieder Bayern in die Wand geklatscht. Köln. Köln. Ohne Hoffmann auch wieder zwei Buden. Er hat doch erst zwei Buden gemacht. Was denn mit dem? Ständig ganz sauber oder was? Ich glaube, die zweite geht auch wieder runter in die Bayernliga. Das sieht aktuell nicht so gut aus. Angebot für Awuchi abgelehnt. Okay. Oh, und jetzt englische Woche. Super. Na ja, gut, damit. I guess wenigstens sind die Sperren dann schnell vorbei, ne? Slimani. Schade. Abu Francis. Schade. Invincible. Ist irgendwie krass in der zweiten? Nee. We might win or lose. Ach Mann!